Herzlich willkommen zu GTA Online. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die Vierfachlinse in vier verschiedenen Farben bekommt. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Für den Glitch brauchen wir nicht viel. Als erstes besorgen wir uns unter Kampfhelme den Zebra-Muster Vierfachlinsenhelm. Den kauft ihr, wählt ihn aus und ihr solltet das Outfit mit diesem Helm abspeichern. Es gibt ja hier vier verschiedene Farben, die man glitchen kann. Einmal Pink, Lila, Orange und Grün. Als allererstes zeige ich euch den Pinken. Und zwar... Also Trottel da. Motorradhelm müsst ihr weißer Chathelm auswählen. Die Helme findet ihr im Kleidungsgeschäft unter Helme. Auf jeden Fall müsst ihr das auswählen. Als CEO registrieren. Ja. Geht nochmal auf Stil, bestätigt das Outfit. Und wichtig ist, das Helmvisier muss oben sein, ja. Weißer Chathelm, Motorradhelm und euer Outfit, ja, muss da aktuell sein. Dann geht ihr aus dem Menü, steigt ins Auto, geht auf CEO, Verwaltungsstil, einmal den CEO-Stil rechts und einmal links. Dann steigt ihr wieder aus, geht aus dem Menü raus, auf Stil und dann macht ihr das Visier nach unten. Und zack, ändert sich die Farbe. Ich werde euch jetzt noch die anderen drei Farben zeigen. Jetzt machen wir den grünen und zwar Helmvisier auch wieder nach oben, Motorradhelm, grauer Jethelm. Outfit aktualisieren, ja. Dann gehen wir wieder raus, steigen ins Auto, CEO, Verwaltungsstil, einmal rechts, einmal links, wieder aussteigen, aus dem Menü raus, auf Stil und Visier nach unten. So, das wäre der grüne. Jetzt noch die restlichen zwei. Für den lilanen Helm braucht ihr den pinken Jethelm. Auch wieder Visier nach oben, einsteigen, CEO, Verwaltungsstil, rechts, links einmal. Wieder aussteigen. Dann auf Stil und Visier wieder nach unten. Und so haben wir den lilanen. Jetzt kommen wir noch zum orangenen. Für den orangenen brauchen wir vom Motorradhelm der schwarze Jethelm. Visier nach oben, Outfit aktualisieren. Wieder neben das Auto einsteigen, CEO-Stil, einmal rechts, einmal links, wieder aussteigen, wieder auf Stil und Visier nach unten. So, jetzt habe ich euch alle vier Helme gezeigt und hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin und tschüss!